Easy Pieces Freunde, willkommen zurück. Ich freue mich, denn heute beginnt unser erster Chakra Workshop und ich stehe hier fast mitten im, in so einem Wäldchen, denn ich habe meine erste Übung für heute schon erledigt. Die lautet, jeden Tag, also jetzt ab heute 7 Tage, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen und am besten durch den Wald, ohne Hörer in den Ohren, ohne Handy, ohne Telefonieren, einfach nur mal so durch den Wald. Genau. Und die Kurse oder die Workshops bestehen eigentlich immer aus 3 Teilen. Der erste Teil ist so ein bewegter Teil, also sowas wie spazieren gehen oder ja, irgendwas anderes Bewegtes. Ein kreativer Teil und dann noch ein meditativer Teil. Und im Anschluss erkläre ich euch kurz, um was es so bei dem Chakra geht, beim Muladhara Chakra oder besser gesagt Wurzelchakra. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich habe total viel Lust auf den Workshop. Willkommen hier auf meinem Kanal. Lasst mir gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Lass uns mal loslegen. Ich erzähle dir nun kurz, wo das Wurzelchakra sitzt und ein bisschen was über seine Bedeutung. Das Wurzelchakra, im Englischen auch Root Chakra genannt, sitzt im Bereich des Beckenbodens auf der Höhe des Steißbeins. Seine Energie versorgt den Beckenboden und besonders Dick- und Enddarm. Das Muladhara Chakra ist das erste Chakra und bildet somit das Basiszentrum. Es ist das Chakra, mit dem wir die Erdenergie am stärksten aufnehmen. Lebenskraft, Urvertrauen und Sicherheit sind die zentralen Themen des Muladhara Chakras. Man kann sagen, es repräsentiert den Selbsterhaltungstrieb. Die Farbe des Wurzelchakras ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, rot. Also die ganze Farbpalette an Rot. Wenn ich rot sage, dann meine ich immer, oder wenn ich eine Farbe nenne, dann meine ich im Prinzip immer so das ganze Spektrum. Genau.
herzlich willkommen zu deiner Wurzelchakra-Meditation. Suche dir einen Ort, wo du ein paar Minuten ungestört sein kannst. Am stärksten fließt ganz früh morgens die Energie des Wurzelchakras. Also bietet es sich an, bei Sonnenaufgang zu meditieren. Setze oder lege dich in eine für dich bequeme Position. Achte darauf, wenn du sitzt, dass deine Wirbelsäule lang nach oben ausgerichtet ist. Du kannst dich auch auf die Kante eines Stuhls setzen, mit den Fußsohlen auf dem Boden. Reibe nun deine Handinnenflächen aneinander und lege sie dann sanft auf deinen Leisten ab. Schließe nun deine Augen und lass uns beginnen. Atme einmal tief ein und aus. Stell dir vor, du läufst auf einem Weg entlang, der in einen Wald hineinführt. Kennst du die Farben des Indiensommers? Stell sie dir nun vor. Der Wald leuchtet förmlich in allen Rottönen dieser Welt. Auf dem Boden des Waldes liegen rote Blätter und ein leichter Wind wirbelt sie immer wieder auf und lässt sie tanzen. Du bewunderst das Spektakel und fühlst dich ganz behütet in diesem Wald. Die Luft ist warm und es riecht nach Zedernholz und Rosmarin. Du läufst entspannt weiter und erfreust dich über die Farben. Langsam kommst du auf eine Lichtung zu. Hier ist die Luft leichter und da steht ein großer Baum. Du bewunderst den mächtigen Stamm und umkreist ihn. Du schaust nach oben in die Krone und siehst, wie sich das Sonnenlicht sanft durch die roten Blätter bricht. Seine Äste wiegen sachte im Wind. Du schaust nach unten und erkennst die starken Wurzeln des Baumes, die zum Teil aus dem Waldboden ragen. Du suchst dir eine Nische und setz dich hinein. Atme ein. Atme aus. Lasse deinen Atem fließen. Du spürst den starken Baum, der sich schützend um dich legt. Du fühlst dich wohl in deiner Nische und es kommt dir so vor, als wärst du und der Baum eins. Die Energie des Erdreichs fließt durch euch beide. Stell
stell dir vor, ein roter Lichtstrahl bahnt sich den Weg durch die Erde, durch deine Füße, in deine Beine, bis hin zu dem Punkt in der Leistengegend, wo deine Hände liegen. Auf der Höhe deines Steißbeins verweilt der Energiestrahl und verwandelt sich zu einem kleinen roten Lichtrad, welches sich behutsam dreht. Du spürst eine angenehme Wärme in diesem unteren Teil deines Körpers und erlebst die Kraft der Erde. Verweile noch einen Moment mit dieser Verbundenheit. Kehre nun langsam mit deinem Bewusstsein wieder auf deine Matte oder an den Ort zurück, wo du dich gerade aufhältst. Lass dabei die Augen noch etwas geschlossen. Mit der nächsten Einatmung schicke deine neu gewonnene Erdenergie durch deinen ganzen Körper, von den Fußspitzen bis in die Scheitelkrone, und stelle dir vor, wie sich der rote Lichtstrahl teilt und deinen ganzen Körper erleuchtet. Atme nun deine frisch gewonnene Energie ein und alles Alte, Verbrauchte lass los. Öffne sanft deine Augen, kreise einmal deine Hand- und Fußgelenke. Und bedanke dich für die Zeit, die du dir heute selbst geschenkt hast. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Namaste. So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ein bisschen abholen bei dem Thema Muladhara Chakra. Genau. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Ich bin total gespannt, ob der ein oder andere diesen Workshop mal mitmacht. Also ihr müsst das jetzt nicht diese Woche machen, ihr könnt es ja auch irgendwann machen, aber ich glaube, es ist ganz gut und auch so konzipiert,
dass man einfach eine Woche lang dran bleibt. Und die Aufgaben oder die Übungen werden wirklich jetzt nicht so zeitaufwendig oder ja, vereinnahmt werden, auch bei den anderen Chakren-Workshops nicht. Ja, dann wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, viel Spaß. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn euch das gefallen hat, was ich hier so mache, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen habt mit den Chakras. Und ach so, ja, wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ich setze mal den Link unten in die Beschreibung. Und auch noch einen Download will ich euch zur Verfügung stellen, nämlich das Bild, was ich am Anfang gelegt habe. Ja, das habe ich fotografiert und ja, als Motivation oder Inspiration oder was auch immer dürft ihr euch das gerne ausdrucken. Ja, und jetzt habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Mua. Tschüss!